sage ich herzlich willkommen zum Pöll TV Ratgeber, liebe Zuschauer. Und wir werden uns in den kommenden Minuten mal etwas intensiver mit einer Thematik beschäftigen, die uns allen wahrscheinlich irgendwo da oben hängt, nämlich das Thema Katastrophenszenario. Und wie man es ja nun mittlerweile nur noch mehr oder weniger der Tagespresse entnehmen kann, der Boulevardpresse genauso wie den seriösen Medien, ist das Thema mit einem Stromausfall, mit einem flächendeckenden Stromausfall, auch Blackout genannt, gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Ich habe heute Morgen noch im Frühstücksfernsehen einen sehr interessanten Beitrag dazu gesehen, wo man eine vierköpfige Familie ganz einfach mal interviewt hat, wie sie denn eigentlich vorgesorgt haben. Und wir sehen also auch seriöse Medien, ZDF heute beispielsweise, schreibt immer wieder, Amt rechnet mit Stromabschaltungen im bevorstehenden Winter. Ein klassischer Stromausfall ist ja schon mal eine blanke Katastrophe, wenn es ein paar Stunden mal keinen Strom aus der Steckdose gibt. Aber eben ein länger andauernder, aber mehrere Tage andauernder Stromausfall ist natürlich etwas, was sich keiner wirklich wünscht, was aber durchaus realistisch erscheint, wenn man sich die aktuellen Medienberichte mal so anschaut. Und genau deswegen werden wir uns in den kommenden knapp 50 Minuten mal mit diversen Möglichkeiten beschäftigen, wie Sie zu Hause trotzdem noch an Strom kommen können, auch dann, wenn der Anbieter, so wie Sie ihn kennen, keinen Strom mehr aus der Steckdose liefern kann. Dafür haben wir hier eine kleine Checkliste für Sie zusammengestellt und Sie sehen, wir haben den oberen Teil schon abgearbeitet. Das war im ersten Teil, das sind Kleinigkeiten wie Taschenlampe, Walkie-Talkie und dergleichen. Jetzt werden wir uns mal überwiegend mit dem unteren Teil dieser Checkliste beschäftigen und da finden wir natürlich alles, was mit dem Thema Strom zusammenhängt. Beginnen werden wir mit einer Thematik, die sicherlich auch für Sie sehr interessant ist, nämlich mit der Thematik, was passiert eigentlich, wenn ich mein Handy nicht wie gewohnt an der Steckdose wieder aufladen kann oder meinen Tablet-Computer, sondern eine externe Stromquelle brauche. Da werden viele von Ihnen wahrscheinlich das Thema Powerbank schon kennen. Hier haben wir eine ganz besondere für Sie. Ja, es ist eine Powerbank, kennen viele. Gibt mir den Strom, den ich brauche, wenn mein Handy mal keinen Strom mehr hat. Oder ich kann sogar elektrische Geräte, die USB als Stromquelle nehmen, hier eben auch mit betreiben. Dies besonders, die hat nämlich hier ein Solarpanel vorne drauf. Das heißt, die brauchen Sie gar nicht mehr zu laden. Die lädt sich nämlich von selber. 8000 mAh, das reicht, um ein handelsübliches Handy so 3-4 Mal wieder aufzuladen. Ist natürlich wetterfest, das heißt, die kann man auch mal mit nach draußen nehmen. Und damit hat man jetzt die Sicherheit im Falle eines Stromausfalls, aber natürlich auch zwischendurch mal hat man eine Powerbank dabei, die immer voll ist. Mutti, du hast auch ein paar Powerbanks, ne? Ja, allerdings keine mit Solarpanel und meine liegen in der Schublade und sind leer. Ja. Da liegen sie gut, ne? Da nutzen da sie mehr richtig, gar nicht. Ja, genau. Ja. Das ist es. Also man kann die tollsten Powerbanks haben, wenn die nicht geladen werden, dann sind die absolut nutzlos wie ein Ziegelstein. Das hier ist ausgesprochen praktisch, weil es halt immer wieder sich selber auflädt. Hat noch so eine kleine Lasche, dass ich sogar an den Rucksack anbinden kann. Sehr robust übrigens noch dazu. Das ist wetter- und stoßfest, diese Powerbank. Und das Ganze hier eben natürlich mit zwei USB-Ports, das heißt, Sie können sogar zwei Geräte gleichzeitig laden. Eine kleine Lampe ist auch noch dran, aber es ist halt schon beeindruckend, wie stabil diese Powerbanks hier sind. Ja. Die ist komplett in Gummi gehüllt und hat hier eben dieses Solarpanel, was es eben selber immer wieder sich mit Strom versorgen kann hier. Das finde ich fantastisch und das ist eine Powerbank, die kann wirklich jeder brauchen hier. Schauen Sie mal. Sehr, sehr klein. Die kann ich auch mal eben in die Brusttasche stecken, in die Manteltasche, in die Handtasche. Und allein schon dadurch, dass ich das jetzt hier in der Brusttasche habe, obwohl das Hemd drüber ist, lädt sich das schon automatisch. Im Tageslicht lädt sich das automatisch. Ich würde es einfach auf der Fensterbank liegen lassen oder auf dem Armaturenbrett oder irgendwo an die Tasche binden, dass das immer hier mit Strom versorgt ist. Und da können Sie sich dann auch drauf verlassen. Im Falle eines Stromausfalls haben Sie USB-Strom, mit dem Sie Ihre mobilen Geräte weiter betreiben können. Und Carsten, mal ganz ehrlich, jeder von uns hat ein Mobilgerät inzwischen. Die ne? meisten zumindest, ja, ganz genau. Und auch bei mir geht der Akku natürlich dann zwischendurch mal leer. Meistens passiert es immer dann, wenn man es überhaupt nicht gebrauchen kann. Und ganz besonders dann, wenn ich jetzt leider eben im Falle eines Stromausfalls, um da wieder die Brücke zu unserem Thema in dieser Sendung zu schlagen, natürlich keine Gelegenheit habe, mal eben im Netzteil hier wieder aufzuladen, das Handy, sondern hier ganz einfach mal auf eine mobile Stromquelle zurückgreifen kann, glaube ich, ist allen richtig geholfen. Wind- und wetterfest, das gute Stück, zwei Anschlüsse gleichzeitig. Und mit einem voll aufgeladenen Akku haben Sie hier 8000 mAh. Das heißt, Sie können ein klassisches, handelsübliches Handy so 3 bis 4 Mal locker wieder aufladen. Aber die Powerbank versorgt sich eben über das normale Tageslicht immer wieder mit dem notwendigen Reservestrom für alle Ihre USB-getriebenen Geräte. Und das klein, handlich und vor allen Dingen leicht. Genauso sollte eine wetter- und stoßfeste Solar-Powerbank auch sein. 20,89 € mit der Bestellnummer PX1858. Und der 569 liefern wir Ihnen die gerne ab Lager nach Hause. Aber nicht nur
Handys kann man mit einer Powerbank laden, auch eine Autobatterie könnte man wieder starten und sogar Laptops kann ich damit wieder ja. hochladen, wenn ich die richtige Powerbank habe. Ja, und das ist eine unserer neuesten und stärksten Powerbanks, die wir haben hier. Die kommt in dem Karton und in dem Karton ist alles drin, was Sie brauchen. Natürlich die Powerbank selber. Die Powerbank selber hat 18.000 mAh. Wow. Das ist also schon ja, aus einer anderen Welt. Ne? Mehr kann als man doppelt fast so viel sagen. Wie die erste, ja. Da können wir also wirklich fast 10-mal wieder aufladen, normales Handy. Du hast gesagt, ich kann mein Auto damit wieder laden. Auch das ja. ist möglich. Schauen Sie sich das mal an. Wir haben hier einen ja, 12-Volt-Zigarettenanzünder, sagte man früher, Anschluss, den ich hier anschließen kann. Damit kann ich mein Auto wieder startklar machen im Winter, wenn die Batterie mal versagt. Dann haben wir noch diese ganze ja, Batterie an Steckern, die eben auf alle möglichen Laptops passt. Das heißt, ich kann jetzt natürlich auch im Falle eines Stromausfalls meinen Laptop weiter betreiben, weil ich hier den Strom habe für meinen Laptop. Schauen Sie mal, diese ganzen Stecker, das geht für Dell, das geht für alle möglichen Rechner hier mit HP, alles dran, hier sogar Lenovo ist dran. Diese ganzen Stecker passen in Ihr Laptop, einer davon, und damit können Sie dann mit Hilfe dieser Powerbank tatsächlich weiter Ihr Laptop betreiben. Also eine unheimlich große, starke Powerbank, die stark genug ist, Ihr Auto wieder anzuschmeißen. Das ist ja ein Thema, das muss ich nochmal aufgreifen. Ich muss also noch nicht mal das Auto verlassen, ich muss noch nicht mal die Motorhaube öffnen, um hier meine Autobatterie wieder mit notwendigem Startstrom zu versorgen. Ist irre, ne? Das ist ja wirklich in Wahnsinn. Dem Format hier. Boah. Das muss man sich mal vorstellen. Da, ich mein, Monika, das entschuldige bitte, aber das wäre doch, ich sag mal, für eine Frau genau das Richtige, oder? Das heißt, jetzt möchte jetzt keine Klischees auspacken, nee. Aber wüsstest du jetzt, wie du jetzt die Motorhaube aufbekommst, wo du was andocken müsstest? Nee, nicht so genau. Und man kann ja hiermit auch einfach drin bleiben im Auto. Ja, genau. Das ist ja für uns Frauen auch gerade echt von Vorteil, vor allem wenn es jetzt schnell dunkel wird. Da hast du vollkommen recht. Also hiermit fühlt man sich wohl und es geht halt auch viel, viel einfacher, als wenn man irgendwo die Motorhaube erstmal aufmachen muss. Ich wüsste jetzt gerade gar nicht wo, ja. Ja. Hier sehen wir auf dem Bild übrigens, im Gehäuse selber ist das Display eingebaut. Da kann ich sehen, wie viel Strom gerade genommen wird, wie voll meine Powerbank noch ist. Und wie gesagt, der große Vorteil beim Auto ist halt, ich stecke das einfach in Zigarettenanzünder, in den 12-Volt-Anschluss, warte einen Moment, das braucht einen Moment, bis die Batterie genug Spannung und Strom hat, ein paar Minuten, und dann kann ich sogar mein Auto wieder starten. So stark ist diese Powerbank. Das ist unglaublich. Früher brauchte man ein Verlängerungskabel oder eine große Kiste, eine zweite Batterie, um es wieder anzuschließen. Ja. Heute geht das mit sowas Kleinem hier. Man merkt wirklich, dass wir im 21. Jahrhundert sind und wie klein und handlich elektrische Geräte heutzutage werden. Das ist ein richtiger Alleskönner. Autobatterie, Laptops, Handys, USB-Geräte im Allgemeinen. Also damit kriegt man so ziemlich alles wieder einigermaßen mit Energie versorgt, was man haben möchte. Aber die Tatsache, dass man hier noch nicht mal aussteigen muss, um eine Autobatterie wieder flott zu bekommen, ist natürlich großartig. Ich kann natürlich gleichzeitig auch noch mein Handy dabei aufladen, wenn ich beim Daddel oder aufs Warten oder beim Warten hier vielleicht auch da noch zu viel Energie verbraucht habe. Richtig Alleskönner. Ja. Super. Und wie gesagt, die Kraft, die hier drin ist, ist einfach unglaublich. Klasse. Sogar ein Auto wieder flott zu machen. Ja. So viel Strom ist hier drin. USB-C, den normalen USB-Stecker, ist an alles gedacht. Hiermit sind Sie auf der sicheren Seite, wenn mal kein Strom oder da ist oder Ihr Auto liegen bleibt. Und da sehen Sie mal, wie einfach das sein kann, wenn man das richtige Werkzeug zur Hand hat. Werkzeug in dem Fall eben eine gewisse Reservebatterie, sei es die klassische Powerbank, die wir gerade zu Beginn kennengelernt haben, mit dem tollen Solarpanel, womit Sie Ihre Handys wieder aufladen können. Aber eben auch das Modell Nummer 2 mit dem entsprechenden Anschluss, ganz einfach über den 12-Volt-Stecker im Fahrzeug auch mal wieder eine Autobatterie wieder aufladen. Wir gehen auf unsere Liste und machen da unten einen kleinen Haken rein beim Thema Powerbank und haben zumindest so die kleineren USB-Geräte jetzt wieder mit Energie versorgt. Aber im Falle eines Stromausfalls oder noch schlimmer, im Falle eines Blackouts, wenn Ihnen über mehrere Tage eventuell kein Strom zur Verfügung steht, kein Mensch weiß ja so wirklich, wie lange so etwas dauern kann, ist es durchaus sinnvoll, auch mal eine Powerbank zu haben, eine Reservebatterie zu haben, die auch mal eine 230-Volt-Steckdose ersetzen kann. Und da werden wir jetzt mal verschiedenste Geräte kennenlernen. Ein kleines handliches Modell zu Beginn, und selbst dafür brauche ich zum Wiederaufladen keine Steckdose mehr. Ja, wir reden jetzt wirklich von Notstrom, kann man sagen. Schauen Sie mal, wir haben hier diese ganzen Anschlüsse dran. Wir haben USB, USB-C, die 12-Volt-Anschlüsse inklusive hier dem 12-Volt fürs Auto und hier auf der Seite einen sehr starken Scheinwerfer, weil Licht ist natürlich auch immer ein Problem, wenn kein Strom da ist. Ja. Und die 230-Volt-Steckdose, an die Sie jetzt Geräte bis zu 600 Watt
anschließen können. Das reicht natürlich für einen handelsüblichen Fernseher. Also unser Fernseher hier im Studio ist so, ich glaube, 47 Zoll und der braucht 170 Watt. Das können Sie hiermit alles speisen. Es ist im Prinzip eine Powerbank, aber hier mit 230 Volt ein riesengroßer Akku. Wie laden Sie den? Natürlich am Netzstecker oder, wo wir hier jetzt eben auch sind, wenn wir mehrere Tage keinen Strom haben sollten, mit einem Solarpanel. Das Ganze sehr, sehr einfach und komfortabel gemacht hier. Das ist ein Solarpanel? Das ist ein Solarpanel. Guck mal hier. Das sieht aus wie so eine Tasche mit einem, für ein Bild oder sowas. Sieht aus wie so klein und handlich. Ja, wie so eine, ja, wie für Bilder, ne? Ja. Für Kunst. Ja, ja. Ist ja auch Kunst, was hier drin ist, wenn ich Ihnen das mal zeige hier. Das passt sogar, hier in der Tasche sind übrigens sämtliche Kabel drin, die Sie brauchen. Und dann können Sie dieses Solarpanel einfach auffalten. Zack. Und kriegen hier 80 Watt Strom. Hinten sind noch Füße angebracht, das heißt, der steht dann auch gleich im richtigen Winkel zur Sonne. Das ist im Prinzip ein Solarkraftwerk, was wir hier haben. Wir haben ein Solarpanel, was den Strom erzeugt und den Stromspeicher bzw. mein Gerät, wo ich den Strom entnehmen kann, zusammen hier als Paket. Das Ganze für unter 600 Euro. Das ist Sicherheit, die man sich kaufen kann. Weil jetzt, egal was passiert, ich habe Strom. Ich habe Strom in diesem Stromspeicher und fülle diesen Stromspeicher immer wieder mit diesem Solarpanel. Hier sehen wir mal die Maße von dem Solarpanel. Das Ganze natürlich auch noch sehr, sehr mobil. Ich meine, dieses Powerpack, wir nennen die Powerpacks, diese tragbaren Steckdosen, Powerstation, egal wie Sie es nennen wollen, ist sehr leicht und ungefähr so groß wie ein Kosmetikkoffer, würde ich sagen, oder? Ja, da hast du recht. Ich heb den mal an. Ach ja, der wiegt gar nichts. Der wiegt überhaupt nichts. Das ist super praktisch. Sieht auch, finde ich, richtig gut aus. Kann man auch mal auf dem Tisch stehen lassen. Mhm. Und ja, dann kannst du halt, egal wo du bist, du hast Strom. Ja. Ob da jetzt eine Steckdose ist oder nicht, kann dir im Prinzip egal sein, weil du ja deinen eigenen Strom erzeugst. Mhm. Man kann auch gar nichts falsch machen dran, weil man steckt das Kabel rein und in dem Moment erzeuge ich meinen eigenen Strom. Das Display selber hier ist auch noch sehr aussagekräftig, sagt mir natürlich, wie viel Prozent ist das jetzt geladen, aber auch, wie lange kann ich Geräte, die ich jetzt hier angeschlossen habe, noch benutzen. Es geht immer wieder aus nach ein paar Sekunden, um Strom zu sparen. Hier sehen wir es mal. Da können wir sehen, wie viel Strom gerade rausgenommen wird und wie lange in Minuten und Stunden hier der Strom noch hält. Also eine ganz, ganz tolle Kombination. Sehr gerne genommen, weil man sich hiermit eben sicher fühlen kann. Das ist Sicherheit, die man kaufen kann, hier mit unserer Kombination aus Solarpanel und Powerpack. Kommt ja ursprünglich aus dem Campingbereich. So haben wir eigentlich letztes Jahr mit den Energiekoffern, so werden sie, glaube ich, im Campingbereich ganz gerne genannt, angefangen. Ja. Und da möchten Sie natürlich auch, gerade auch in dem Bereich, mal ein bisschen abseits vom Falle eines Stromausfalls, natürlich auch auf den gewohnten Luxus, den Sie von zu Hause aus kennen, mal einen Fernseher betreiben, mal einen Heizlüfter betreiben, mal eine Lampe betreiben, nicht unbedingt verzichten. Nur wo haben Sie in Ihrem Campingmobil mal eine klassische 230-Volt-Steckdose für diese Möglichkeit? Mhm. Jetzt haben Sie eine solche Steckdosenmöglichkeit und dazu eben noch die ganzen USB-Anschlüsse zum Aufladen Ihrer USB-Geräte. Und das Ganze muss natürlich zum Wiederaufladen nicht extra mit einer neuen Steckdose versorgt werden oder verbunden werden. Hier reicht ganz einfach das Solarpanel mit 80 Watt Leistung in der Spitze. Kabellage ist in einer separaten Tasche mit dabei. Und vor allen Dingen durch die Füße richten Sie das Solarpanel automatisch gleich richtig aus, sodass Sie die maximale Energie vom Tageslicht bzw. von der Sonne ganz einfach ernten können. Jetzt sehen wir das Display nochmal etwas genauer. Ja. Das ist wirklich klasse gemacht. Oben oder unten sehen wir quasi die Minutenanzahl, wie lange mir hier das Gerät noch zur Verfügung steht. Und im oberen Teil wird die Wattzahl angezeigt, die gerade verbraucht wird. Guck und damit mal, weiß ich ganz genau, was oder wie lange mir das noch zur Verfügung steht. Und selbst solche Gerätschaften kann ich damit ohne weiteres versorgen. Ja, ich meine, wie oft ist man mit dem Werkzeug irgendwo und hat keinen Strom. Jetzt kann ich hier eben, muss ich nicht akkubetriebene Geräte benutzen, die nicht so stark sind und die Akkus sind meistens leer, wenn man die braucht. Hier kann ich einfach mein Powerpack mitnehmen, statt eines Verlängerungskabels. Also unglaublich praktisch und komfortabel. Da denken viele unserer Kunden natürlich auch gerne mal an den Kauf einer zweiten oder dritten sogenannten Reservebatterie oder eines zweiten oder dritten Energiekoffers nach, weil natürlich auch irgendwann mal vielleicht die Heizung bei dem Stromausfall dann eben nicht mehr so funktioniert. Der vollste Öltank nützt Ihnen gar nichts, wenn Ihre Heizung nicht mit Strom versorgt wird. So ein kleines handliches Gerät stelle ich mal eben unten neben die Heizung und kann ganz einfach auch meine Heizung dann entsprechend weiter betreiben. Und wenn es leer ist, dann lade ich es ganz einfach über Solarpanel wieder auf. Das heißt, ich habe quasi Energie im Überfluss und zwar immer
und immer wieder. Mobil oder eben stationär für zu Hause für knapp 570 Euro. Porto und Versand kostenfrei geliefert. Ab Lager mit der Bestellnummer ZX3021 und der 569. Und Ingo hat gerade was ganz Passendes gesagt. So ein Gerät gibt mir persönlich und vielleicht auch Ihnen, so hoffe ich doch zumindest, ein gutes Gefühl für den Fall der Fälle, ganz einfach vorgesorgt zu haben. Wir werden auch das Thema Vorsorgeversicherung oder zumindest den Gedanken daran gleich nochmal aufgreifen. Vielleicht auch beim nächsten Gerät, und da sind wir jetzt wirklich schon im Bereich von Hausstrom angekommen. Dieser schwarze Kasten, der gibt mir bis zu 2000 Watt Leistung aus. Und ganz ehrlich, damit kann ich wahrscheinlich meinen Haushalt zu Hause doppelt mit Strom versorgen, wenn ich mal querrechne. Ja, man muss mal überlegen, was braucht man denn, wenn man Strom haben will und keinen hat im Falle eines Stromausfalls. Ich brauche Licht, ich möchte gerne einen Fernseher haben, ich möchte gerne meine mobilen Geräte laden, ich möchte meinen Kühlschrank, meinen Gefrierschrank weiter betreiben und meine Heizung. So überschlagsmäßig, bei mir liege ich da bei 700, 800 Watt, das wird bei Ihnen auch nicht anders sein. Hier können wir 2000 Watt rausnehmen. 2000 bedeutet, jetzt kann ich noch größere Geräte anschließen. Ich kann einen Haartrockner, eine Mikrowelle, eine Kochplatte, all diese Sachen kann ich jetzt anschließen und habe dann eben im Falle eines Stromausfalls, wirklich muss ich auf gar nichts mehr verzichten. Ja. 2000 Watt mit 1456 Wattstunden, das Ganze mobil, robust, die halten einiges aus. Da ist keine Bleisäure, keine Batteriesäure drin. Das sind Lithium-Eisenphosphat-Akkus, die hier drin sind, die auf kleinstem Raum ein Maximum an Energie erzeugen. Modernste Technik. Modernste Technik, ausgesprochen energieergiebig, kaum Selbstentladung, absolut sicher. Also so viele Vorteile hier, die haben wir hier mal eben alle aufgelistet. Was diese moderne Akkutechnologie hier eben alles hat. Natürlich Langlebigkeit. Das ist ein Thema, das kennen Sie vielleicht von Ihrem Handy oder Ihrem Laptop. Wenn Sie das neu haben, dann hält das mal 12 Stunden. Nach einem Jahr sind Sie runter auf 3 oder 4 und nach 2 Jahren wollen wir gar nicht mehr dran denken. Hier haben wir 2000 Ladezyklen garantiert vom Hersteller. Das heißt, wenn Sie das 2000. Mal laden, hält es immer noch genauso lange wie beim ersten Mal laden. Das finde ich unglaublich. Das ist halt diese Lithium-Eisenphosphat Akkutechnologie, die wir hier verbaut haben. Es ist mobil, es ist tragbar und ausgesprochen robust. Wir bieten Ihnen das hier an zu einem mit im Paket mit unserem Solarpanel, mit unserem riesengroßen Solarpanel. Auch das ist mobil. Sie haben das gesehen hier. Sehr, sehr mobil. Das Ganze wird auseinandergeklappt. Wir haben innen drin Füße verbaut. Das ist auch wieder genau im richtigen Winkel zur Sonne steht. So, alles, was Sie dann noch machen müssen, nachdem Sie es aufgebaut haben, ich hole mal die Füße hier raus, ist dieses 5 Meter lange Kabel einfach in Ihr Powerpack reinstecken. Das ist ja, da das kann ist man ja auch gar nichts falsch machen. Einfach reinstecken und in dem Moment jetzt erzeuge ich meinen eigenen Strom. Es ist ein Solarkraftwerk, eine Kombination aus unserem größten Solarpanel zusammen mit unserem schwarzen Powerpack, was Ihnen wirklich massig Leistung bringt, um eben hier über einen Stromausfall oder noch schlimmer über einen Blackout hinwegzuhelfen. Sie haben das hier lieferbar und das zum TV-Sonderpreis. Beim TV-Sonderpreis sparen Sie 90 Euro. Das ist nicht zu unterschätzen. Nein. Wir machen hier TV-Sonderpreise für Sie, die Sie sonst nirgends bekommen. Bei Pearl.de oder im Katalog kostet es 1.799 Euro, bei uns 1.709,99 €. Ich finde das unglaublich. Es ist eine sehr, sehr beliebte Kombination. Mhm. Die sind sehr gefragt. Deswegen sollten Sie jetzt anrufen und das bestellen. Unabhängig natürlich von der Möglichkeit, im Falle eines Stromausfalls oder noch schlimmer, im Falle eines Blackouts, sich hier mit entsprechendem Strom zu versorgen, weil Sie zwei 230-Volt-Steckdosen haben. Haben Sie vielleicht auch schon Post von Ihrem Versorger bekommen? Ab dem Januar beispielsweise wird mein Strompreis fast verdreifacht pro Kilowattstunde. Ich warte noch mal ab, was hier also eine Strompreisbremse und so weiter ausmachen wird. Aber aktuell stehen bei mir knapp 70 Cent pro Kilowattstunde im Raum. Und das ab Januar. Da habe ich erst mal ganz, ganz tief durchgeatmet und geschluckt, als ich diesen Preis gesehen habe. Und da denke ich natürlich auch drüber nach, mir ganz einfach mal tagsüber über das Solarpanel in meinen Energiespeicher mal vollzuladen. Und abends beispielsweise, wenn ich mal 2-3 Stunden am Fernseher sitze, einfach mal so ein Fernseher über so ein mobiles Gerät mal mit Strom zu versorgen, spart mir so manch eine Kilowattstunde und damit natürlich auch bares Geld. Das wird bei Ihnen nicht anders sein. Und wir haben gesehen, wie schnell du sowas aufgebaut hast. Das geht ja kurz auseinandergeklappt, die Füße kommen automatisch raus, Kabel dran, zack, das ist eine Sache von ein paar Sekunden. Ja, und das ist, kriegst ja ein 5 Meter langes Kabel. Das heißt, du kannst das Solarpanel wirklich auf den Balkon stellen, auf die Veranda und hast dann eben ein sehr langes Kabel, um es mit deinem Powerpack, mit deinem Strom,
Speicher hier zu verbinden. Du kannst auch gleichzeitig laden und den Strom entnehmen. Ja. Hier sehen wir die ganzen Anschlüsse, 2x 230 Volt, jede Menge USB, 12 Volt. Ich wüsste nicht, was man hier nicht dran betreiben kann. Ein ganz tolles Produkt hier und das eben in der Kombination mit unserem größten Solarpanel. Bis zu 240 Watt maximale Ausbeute, eingefasst natürlich das monokristalline Solarpanel in so einen stabilen Aluminiumrahmen und natürlich hier nochmal separat das Powerpack. Das in der Kombination ist wirklich eins der beliebtesten Artikel aktuell und wir haben es schon mehrfach ausverkauft gehabt. Aktuell können wir es ab Lager liefern und das auch noch mit einem Preisvorteil von 90 Euro gegenüber dem sowieso schon günstigen Paketpreis unserer Kollegen von Pöll.de, zu Recht übrigens bei Pöll.de in der Premium-Serie für knapp 1800 Euro, am häufigsten bestellt und am besten bewertet bei uns. Und das ist Ihr Vorteil als Pöll-TV-Zuschauer, nochmal 90 Euro günstiger und vor allen Dingen, das ist der wichtigste Satz, speziell bei diesem Set hier, ab Lager lieferbar mit der ZX3145 und der 569. Jetzt haben wir aber nochmal einen absoluten Klassenprimus, auf den Sie bitte noch ein paar Tage warten, aber schon in wenigen Tagen erwarten wir hier bei uns im Haus die nächste Lieferung. Und da steht das gute Stück auch schon. Wo unterscheidet sich jetzt der Silberne, sage ich jetzt mal, zum Schwarzen? Was kann der noch mehr? Der kann etwas mehr Leistung. Wir können jetzt hier 2200 Watt anschließen. Boah. Das ist sehr, sehr ordentlich. Aber natürlich hier haben wir den Speicher, der hier drin ist. Mit 2240 Wattstunden. Also wirklich, da kannst du einen halben Tag, vielleicht einen ganzen Tag deine elektrischen Geräte betreiben. Wir haben alle Anschlüsse dran, die man braucht. Also sämtliche USB, die 2x 230 Volt, 12 Volt ist hier oben. Unser beliebtestes Powerpack ist unser Klassenprimus, unser größtes und leistungsstärkstes Powerpack. Die Anzeige ist einmalig hier. Ich kann sehen, wie viel Strom ich entnehme, wie viel Strom ich zuführe. Das ist und super. Hier noch den Ladestand und vor allem auch, wie lange kann ich die Geräte noch dran betreiben, ohne dass ich sie auflade. Hier in der Kombination mit unserem Solarpanel wieder. Das größte Solarpanel zusammen mit unserem größten Powerpack. Das Beste vom Besten, was wir anzubieten haben. Auch das ist wieder mobil, das können Sie hin und her tragen. Ein riesengroßer Stromspeicher, der sich selber lädt durch das Solarpanel. Das ist das Paket, was Sie hier bekommen. So nah dran am Lieferdatum waren wir noch nie. Von dieser Lieferung, die in wenigen Tagen kommt, ist bereits ein Großteil vorbestellt. Jetzt ist Ihre Chance, sich hier auf die Liste setzen zu lassen und auch in wenigen Tagen stolzer Besitzer unserer Königskombination zu sein. Ja. Damit ist man also wirklich richtig auf der sicheren Seite. Unser kleines Monsterle, wie ich immer so liebe. Monsterle, hast du es gleich getauft, als wir es das erste Mal gesehen haben. Aber genau so ist es. Es ist unglaublich, was hier für Leistung drin ist. Bis zu 2200 Watt, also da müsste ich also bei mir echt schon ernsthaft überlegen, was ich da alles anschließe, um überhaupt auf diese Leistungsdichte zu kommen. Ja. Und das Ganze natürlich auch noch über mehrere Stunden zur Verfügung zu haben, ist großartig, da man wahrscheinlich nicht permanent die 2200 Watt Maximum hier ausnutzen wird, wird man wahrscheinlich hier locker mal über einen Tag oder zwei die Gerätschaften betreiben können, die Sie betreiben möchten. Und das bei vollem Strommanagement über dieses fantastische Display, was wir vorne dran haben. Die meisten oder fast alle unsere Geräte haben ein Display, wo Sie den Füllstand des Gerätes ablesen können. Hier sehen Sie sogar noch, wie viel Strom wird entnommen, wie lange hält der Strom noch, wie lange braucht es noch, bis es voll zu 100% aufgeladen ist und, und. Also eine bessere Kontrolle über Ihre mobile Stromzentrale können Sie kaum haben als hier mit diesem Gerät und dann auch noch in der Kombination mit unserem momentan leistungsstärksten Solarpanel hier mit maximal 240 Watt Ausbeute. Zu Recht und meines Erachtens auch vollkommen verdient der absolute Klassenprimus. Und solange wir den Preis noch halten können, sollen Sie wirklich zugreifen. Wir werden sicherlich auch im nächsten Jahr noch mal nachlegen. Wir werden das Gerät bestimmt noch mal, wenn die nächste Lieferung ausverkauft ist, bestellen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da die Preise wieder ansteigen werden. Insofern finde ich also hier das Preis-Leistungs-Verhältnis für beides zusammen sensationell. Ja, vor allem du kriegst wieder den TV-Sonderpreis. Ja. Weißt du, bei Artikeln, die 50, 60 Euro kosten, da sparst du 3, 4, 5 Euro. Ja. Hier sparst du richtig viel Geld, ich glaube über 100 Euro, durch unseren TV-Sonderpreis. 130 Euro sind das mal eben 130 gespart. Euro sparen Sie. Knapp 2,6 bei unseren Kollegen von Pöll.de, 2.469,99, also knapp 130 Euro weniger. Ihr Preisvorteil im TV-Sonderpreis, nur weil Sie gerade Pöll TV schauen und nicht über den Katalog oder über Pöll.de bestellen. Das macht natürlich eine ganze Menge aus. 130 Euro haben und nicht haben sind wirklich jede Menge Geld. In wenigen Tagen wieder lieferbar und Ingo hat vollkommen recht. So nah dran waren wir schon lange nicht mehr. Deswegen bitte auf jeden Fall jetzt schon vorbestellen, weil ich wetten möchte, sobald wir vermelden, die Lieferung ist da,
wird unser Bestand auch in wenigen Tagen dann auch schon wieder vergriffen sein. Jetzt zugreift mit der ZX3216 und der 569. Und damit werfen wir nochmal einen Blick auf unsere Liste. Da unten sind wir und haben das Thema Energiekoffer bzw. Powerpack ganz einfach mal abgehakt und damit auch Ihnen zu Hause mit Sicherheit, wenn Sie bestellt haben, ein gutes Gefühl vermittelt. Sollte es zu einem Stromausfall kommen, zu einem flächendeckenden Stromausfall und das vielleicht im Rahmen eines Blackouts auch über mehrere Tage, das Damoklesschwert schwebt über uns, man liest es immer wieder, man hört es immer wieder, man wird sogar mittlerweile von der Fernsehwerbung oder bei der Fernsehwerbung damit konfrontiert, dann ist natürlich so eine eigene Strom- oder ein eigener Stromgenerator sicherlich genau das, was einem ein gutes Gefühl vermittelt. Und ich habe gesagt, das Thema Versicherung werden wir nochmal aufgreifen. Mhm. Ingo, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, ich habe eine Vollkaskoversicherung fürs Auto, ich habe eine private Unfallversicherung. Brauchst du hoffentlich nie. Habe ich so in dieser Form noch nicht wirklich gebraucht, bezahle sie aber fleißig, weil ich weiß, im Fall der Fälle bin ich damit versorgt. Ja. Ja, wenn was passiert, bin ich auf der sicheren Seite. Gleiches gilt doch für so eine Stromversorgung über einen Generator auch. Ja, das ist jetzt hier der nächste Schritt, den wir machen. Wir gehen zum Notstromaggregat im Prinzip schon. Das ist ein Invertergenerator, der funktioniert mit Benzin, mit ganz normalem Autobenzin. Ein Verbrennungsmotor, deswegen darf der bitte nicht in geschlossenen Räumen benutzt werden. Der hat aber den großen Vorteil, dass ich hier wirklich einfach immer nur Benzin nachfüllen muss und kriege hier vorne aus diesen beiden Steckdosen jeweils 230 Volt. Es ist ein Invertergenerator, nicht zu vergleichen mit diesen Baustellengeneratoren oder diesen von der Feuerwehr, die früher immer mit 10 Mann irgendwo gebracht werden mussten. Der hier ist wieder transportabel, den können Sie auch wieder mitnehmen. Sie tun das Benzin rein, schmeißen den hier an am Seil. Mhm. Es ist kein Vergleich zu anderen Verbrennungsmotoren, weil es mit Normalbenzin läuft, nicht mit Diesel und ein Viertaktmotor ist. Das heißt, der schnurrt vor sich hin. Es ist ein Inverter, das bedeutet, wir kriegen hier konstant 230 Volt raus. Nicht wie bei Generatoren, bei Baustellen oder so, die mal 200 mal 260 Volt rausschmeißen. Das ist bei Maschinen egal, aber mein Fernseher würde ich da nicht anschließen, der kann da kaputt gehen. Hier kann ich alles bedenkenlos anschließen, ist der gleiche Strom, der bei Ihnen zu Hause aus der Steckdose kommt. Mhm. Das ist Sicherheit, die man kaufen kann für ein paar hundert Euro. Damit habe ich immer Strom. Ich würde den tatsächlich nach draußen irgendwo in einen Verschlag stellen. Und wenn ich ihn dann brauche, gehe ich raus, werfe ihn an und habe den Strom, den ich brauche. Zwei Steckdosen, das heißt, du kannst ein Kabel meinetwegen nach unten in den Keller legen, wo deine Heizung ist, wo vielleicht dein Gefrierschrank ist und den anderen legst du nach oben in deinen Wohnbereich, dass du halt weiter Licht hast, weiter deine Geräte betreiben kannst, Kühlschrank, Fernseher, alles kein Problem und das für wenige hundert Euro. Es ist auch dieses Gerät lieferbar, das war auch schon ausverkauft, aber jeder will halt vorsorgen und da kommt das rein, was du gesagt hast. Das ist Ihre Versicherung für einen Stromausfall. Denken Sie bitte nicht nur an sich, denken Sie an Ihre Familie, Kinder, Ihren Partner. Vielleicht haben Sie ältere Herren bei sich wohnen, ältere Senioren, die eben dann auf so einen Stromausfall ganz anders reagieren. Und wenn dann mal so ein Stromausfall ist, haben Sie Strom. Sie brauchen auf nichts zu verzichten. Wir haben eine Leistung hier von 2000 Watt Spitzen. Leistung. Mhm. Den stellen Sie nach draußen. Er hat einen Verbrennungsmotor, verbraucht aber auch weniger Abgase als ein normaler Generator. Der Inverter passt seine Drehzahl, also wie schnell der Motor läuft, dem Strom an, der entnommen wird. Das heißt, wenn nicht viel Strom rausgenommen wird, dann läuft der mit weniger Umdrehungen, braucht weniger Abgase, verbraucht weniger Benzin und ist ruhiger. Das ist eben das Tolle hier. Das ist auch nicht mehr so eine Riesenkiste mit tausend Ecken und Kanten, sondern das ist wirklich ein Koffer hier, kann man ja sagen, in diesem tollen Gehäuse, was auch nochmal geräuschdämmend wirkt, was Ihnen die Sicherheit gibt, die Sie brauchen im Falle eines Stromausfalls. Hast du schon mal einen Stromausfall erlebt, Moni? Habe ich schon mal erlebt, war aber immer angekündigt, Gott sei Dank. Aber auch da habe ich dann einfach vergessen, dass mein Licht ja gar nicht angeht. Ja. Also man geht ja immer von allen Sachen aus, zum Beispiel der Lichtschalter oder auch die Heizung. Und dann im Notfall vergisst man das, was alles stromabhängig ist. Und da erschrickt man dann auf jeden Fall. Also auf jeden Fall hier jetzt zugreifen. Dann haben Sie die Absicherung und können immer auf diesen Benzingenerator zurückgreifen. Finde ich klasse. Es ist ja auch so ein Stromausfall, der passiert ja wirklich plötzlich. Zack. Plötzlich ist das Licht aus, plötzlich ist der Fernseher aus, plötzlich ist der Kühlschrank aus, plötzlich ist die Heizung aus. Denken Sie mal drüber nach, es ist kalt und es wird noch kälter diesen Winter. Sie haben keine Heizung.
Sie können auch keinen Heizlüfter anschmeißen. Mit so etwas sind Sie auf der sicheren Seite. Ein sogenanntes Notstromaggregat. Das ist nicht ein Energiespeicher, wie wir die eben bei den Powerpacks hatten, sondern ein Stromerzeuger. Das ist ein Verbrennungsmotor, der Ihnen den Strom liefert, solange Sie ein normales Autobenzin hier nachfüllen. Ja. Zeigen Sie es einfach Ihrer Familie, wie das funktioniert. Es ist wirklich kinderleicht. Sie müssen nur diesen Seilzug ziehen und schon kommt hier vorne der elektrische Strom raus. Die meisten unserer Kunden sorgen übrigens auch dafür, dass ganz einfach ein bisschen Reservebenzin vorhanden ist. Das heißt, stellen Sie sich da ruhig mal einen Benzinkanister oder mal zwei daneben. Mhm. Dann sind Sie ebenfalls für das. Sowas frisst ja kein Brot, ja? Und sowas wird auch nicht schlecht innerhalb von 2-3 Wochen. Das steht ganz einfach mal bei Ihnen in der Garage, bei Ihnen im Gartenhäuschen beispielsweise. Und sollte der Fall der Fälle wirklich eintreten und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es so sein kann oder vielleicht sogar so sein wird. Ja, gerade Januar, Februar weiß man, das sind sehr sensible Monate und man redet auch schon von Teilabschaltungen und so weiter, um den großen Blackout zu verhindern oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Da ist natürlich ein solches Gerät absolut von Vorteil. Sollte es dazu kommen, sind Sie entsprechend vorbereitet, liebe Zuschauer. Ist lieferbar für 570 Euro, knapp 30 Euro unter dem Preis von Pearl.de, der per se schon relativ günstig ist. Und wie gesagt, selten haben wir ihn so ab Lager liefern können wie aktuell. Die ZX8101 und die 569 ist dafür die passende Bestellnummer. Wir machen weiter mit einem Benzininvertergenerator, der noch etwas, ich sag mal, von der Leistungsdichte etwas mehr abgeben kann. Ja. Gleichzeitig aber auch noch einen etwas größeren Tank hat, der auch gerne mal eine ganze Nacht lang durchlaufen kann. Ne? Ja, darum geht es halt. Ne? Wir haben hier jetzt diesen kleinen schwarzen Würfel, nennen wir ihn liebevoll. Ja. Auch das ist wieder ein Benzininvertergenerator. Das heißt, der liefert Ihnen den gleichen Strom, der bei Ihnen aus der Steckdose kommt. Jetzt mit einer Leistung von 3500 Watt Dauerbelastung, 3800 Watt Spitzenbelastung. Das ist ja mehr als ein Stromkreis bei mir zu Hause. Darum geht es hier, dass du also wirklich alles, was du in einem Stromkreis bei dir zu Hause anschließt, hier anschließen kannst. Das ist ein richtig professionelles Gerät, was Ihnen eben die Sicherheit gibt, dass Sie alles, was man an einem Stromkreis bei Ihnen zu Hause laufen lässt, hier auch laufen lassen kann. Wir haben wieder zwei Steckdosen. Ein Verlängerungskabel, das zeigen wir Ihnen auch gleich noch. Ein Kabel nach oben, ein Kabel nach unten. Damit sind Sie hier auf der sicheren Seite, egal was passiert. Sie haben Strom. Hier haben wir es mal simuliert. Das war doch mal so ein klassisches Beispiel, was du eben sagtest. Ich meine, Monika hat eben erzählt, Stromausfall, ja, da weiß man, da hat man einen Zettel im Briefkasten, die Handwerker kommen, 9 von 8 bis um 12 hast du keinen Strom. Ja, kann man sich ein bisschen drauf einrichten. Weiß man in etwa Bescheid, 3-4 Stunden ist vielleicht nicht unbedingt so dieses Riesenproblem, das kriegt man irgendwo gemeistert. Wenn man aber jetzt über mehrere Tage mal keinen Strom hat und das eben von jetzt auf gleich, völlig überraschend, das trifft einen ja nicht mal eben mit Ankündigung, das ist just in dem Moment, wo Sie sitzen jetzt zu Hause, am Licht an, der Fernseher läuft, die Heizung läuft, Kühlschrank funktioniert, alles ist tutti und zack, ist der Strom weg. Dann sind Sie froh, wenn Sie mal eben kurz nach draußen auf die Terrasse gehen, mal eben das Verlängerungskabel andocken und hier mal wieder Strom in die Wohnung legen können. Und passen Sie auf, was passiert. Ja, das Einzige, was da bei Diana im Moment überhaupt noch Strom hat, ist vielleicht eine kleine Beleuchtung vom Handy, das auch sehr, sehr schnell wieder leer sein wird. Aber mit dem entsprechenden Stromgenerator habe ich jetzt mal eben schnell wieder für Licht gesorgt. Ich habe für eine warme Wohnung gesorgt, ich kann meinen Heizlüfter anschließen und ich bin wieder auf der sicheren Seite. Ich mag mir das gar nicht vorstellen, wenn von jetzt auf gleich der Strom verschwindet zu Hause, wenn du ein oder zwei kleine Kinder zu Hause hast. Erklär denen das mal. Ja, und ich meine, ganz zu schweigen von, wenn medizinische Geräte noch im Spiel sind, dann wird das nochmal ganz anderer Schnack. Ja, ja. Das braucht man alles nicht, weil mit diesem Gerät, egal was draußen passiert, Sie haben Strom, Sie sind auf der sicheren Seite. Und den stellen Sie einfach nach draußen irgendwo hin, machen vielleicht einen kleinen Verschlag drumherum und holen sich dann den Strom, den Sie brauchen. Sie haben das gesehen in unserem Zuspieler. Diana hat den angeschmissen. Das kostet nicht viel Kraft. Sie hat zweimal gezogen und dann schnurrte dieser Motor vor sich hin und hat Diana den Strom gegeben, den man braucht. Es ist immer überraschend, wenn ein Stromausfall kommt. Bereiten Sie sich vor, darum geht es. Seien Sie vorbereitet, wenn es zu einem Stromausfall oder Blackout kommt. Natürlich kann man den auch überall hin mitnehmen, wo kein Strom ist. Ich denke da an Schrebergärten, die haben ja oft keinen Strom. Hiermit kann man sich eben selber mit Strom versorgen. Im Campingbereich mal eine Party irgendwo am Baggersee machen. Sie haben hiermit Strom immer dabei.
Bitte da noch ein paar Tage Geduld. Ab dem 3. Januar oder am 3. Januar erwarten wir hier bei uns im Hause die nächste Lieferung. Auch das ist nicht mehr allzu lange hin. Ja. Dadurch, dass er sehr leistungsstark ist und einen großen Tank hat mit 12 Litern und bis zu 3800 Watt in der Spitze an Strom liefern kann. Sie wissen, manche Geräte brauchen etwas mehr Anlaufstrom. Da ist natürlich so etwas fantastisch jetzt hier. Großer Tank oder ordentliche Leistungsdichte. Und das natürlich mal für einen vernünftigen Preis. 760 Euro knapp ist nochmal 40 Euro unter dem sowieso schon günstigen Preis unserer Kollegen von Pearl.de. Bitte vorbestellen auf jeden Fall. Das ist ein sehr beliebtes Gerät mit der ZX8283 und der 569. Den haben wir gezeigt und der war innerhalb von wenigen Tagen, glaube, innerhalb von einer knappen Woche, war unser erster Bestand vergriffen. Einen Klassenprimus haben wir noch und das ist der, der daneben steht. Das ist der mit dieser Trolley-Funktion. Den finde ich ja auch großartig. Ist unglaublich, man darf nicht, es ist ein Verbrennungsmotor, die wiegen ein paar Kilo. Ja. Ja, die möchte ich auch nicht unbedingt mal ebenso aus der Hüfte raus vom Gartenhäuschen auf die Terrasse schleppen. Der hier macht es mir wesentlich einfacher vom Transport her. Den nutze ich wie ein Trolley am Flughafen. Ja, der lässt sich also wirklich ganz kinderleicht transportieren. Schauen Sie mal. Zack. Wie als wenn es nichts wäre, ne? Ja, wie ein Koffer im Prinzip. Das kann wirklich auch jeder. Der liefert die Leistung hier vergleichbar mit dem davor ein bisschen mehr. Also wir liegen hier auch wieder bei 3600 Watt ungefähr, die wir hier rausholen. Aus diesen beiden Steckdosen. Von der Ausstattung ist dieser wirklich unser Luxusmodell. Genau das gleiche Prinzip. Sie füllen hier oben ganz normales Autobenzin rein. Dieser hier hat einen Elektrostarter. Sie brauchen nicht an dem Seil zu ziehen, was hier natürlich auch dran ist. Ja. Sie können einfach auf den Knopf drücken oder viel cooler. Und Moni, ich gebe dir das mal. Guck mal. Sieht aus wie ein Autoschlüssel. Sieht aus wie so ein Autoschlüssel, so ein Fernentsperrer da. Ne? Das heißt, Sie können drin sitzen und damit den Inverter anschalten und auch wieder ausschalten. Also komfortabler geht es wirklich nicht. Dann haben wir hier, und das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes noch bei diesem Invertergenerator. Wir haben eine sogenannte ATS-Schnittstelle. ATS bedeutet Automated Transfer Switch. Das ist dieser Stecker hier. Wenn Sie den von einem Elektriker mit Ihrem Hausstrom verbinden, dann merkt dieser Invertergenerator, wenn Stromausfall ist und springt automatisch selber an. Das ist ein Feature, was normalerweise nur Krankenhäuser haben, Industrieanlagen, die auf Dauerstrom angewiesen sind. Das können Sie für sich nach Hause holen. Dieses Gerät wird automatisch anspringen, wenn kein Strom fließt, und automatisch wieder ausgehen, wenn Strom wieder fließt. Sie merken das gar nicht. Es ist wirklich keine Unterbrechung dabei. Und komfortabler geht es wirklich nicht. Das ist also ein Gerät, was unglaublich beliebt bei Ihnen auch schon wieder ist. Da müssen Sie ein bisschen drauf warten. Aber bitte setzen Sie sich auf die Liste, wenn das Ihr Inverter sein sollte. Die Listen füllen sich sehr schnell. Die nächsten Lieferungen sind bereits ausverkauft. Die nächste Lieferung, wo Sie dabei sein können, das Datum haben Sie gesehen, ist ein bisschen weg, aber dann sind Sie auf Nummer sicher mit diesem, ja, ich möchte sagen, das ist unser Spitzenmodell. Und genau das ist der Punkt. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum viele unserer Kunden sagen, also wenn ich mir so einen Benzin-Invertergenerator leiste, so ein Notstromaggregat für zu Hause leiste, da möchte ich keine Kompromisse eingehen, da möchte ich jetzt nicht gucken, geht es oder geht es nicht. Da möchte ich ganz einfach auf Nummer sicher gehen und sagen, egal was ich anschließen möchte, ich kann es anschließen und es wird funktionieren. Hinzu kommt der Vorteil, dass er eben automatisch, anspringt, wenn bei Ihnen der Strom ausfällt. Das Gerät merkt es, wie gesagt, immer vorausgesetzt, die Elektriker schließt das Ganze mit dem entsprechenden Hausstrom an. Ist fernbedienbar, ein großer Tank mit 12 Liter. 3500 Watt in der Dauerbelastung bis 4000 Watt in der Spitze. 4000. Sämtliche USB-Geräte natürlich ebenfalls anzuschließen. Also da ist wirklich an alles gedacht worden. Da bitte noch ein paar Tage Geduld. Aber wie Ingo richtig sagte, bitte auf jeden Fall vorbestellen. Denn das ist ein Gerät, was unwesentlich kostspieliger ist als die Modelle, die wir vorher gesehen haben. Aber natürlich hier eine Leistungsbandbreite bietet, die einem ganz einfach ein gutes Gefühl vermitteln kann. Wir reden von 1140 Euro knapp. Das sind noch mal gut 60 Euro unter dem sowieso schon günstigen Preis unserer Kollegen von Pearl.de. Und den sichern Sie sich natürlich auch. Kein Mensch, und die Diskussion hatten wir heute noch in der Besprechung, weiß, wie das im nächsten Jahr mit Lieferbarkeiten und mit Lieferkosten und so weiter aussieht. Deswegen bitte auf jeden Fall vorbestellen und sich zumindest schon mal den günstigen Preis sichern. Die ZX8247 und die 569. Natürlich muss der Strom vom Generator irgendwo ins Haus rein. Und dazu braucht man ein vernünftiges Kabel. Ja, wir haben hier ein 10 Meter Verlängerungskabel, wetterfest.
das ist eben dazu da, dass Sie hier in Ihren Inverter stecken Sie das eine Ende und innen drin im Haus können Sie da den Strom benutzen. Das ist ein hervorragendes Kabel, natürlich absolut sicher. Und Sie sehen das hier, Moni zeigt das gerade, es hat eben diesen Allwetterschutz. Das heißt, den können Sie auch draußen benutzen. Wenn Sie ein altes Kabel haben, bitte ersetzen Sie das. Kabel werden brüchig mit der Zeit. Das ist die Gelegenheit jetzt am besten, zwei davon gleich bestellen. Dann können Sie beide Steckdosen gleichzeitig benutzen hier mit unseren Invertern oder sogar unseren Strom speichern. Aber für die Inverter, eben um den Strom von draußen nach drinnen zu holen, von Punkt A nach Punkt B, wo Sie ihn brauchen, den Strom, können Sie mit diesem Kabel einfach den Strom auch benutzen. Unabhängig von unserem Stromgenerator hier ist natürlich mal so ein Kabel auch mal ganz sinnvoll, weil wenn sagen wir mal, ein Rasenmäher oder jetzt mal zum Frühjahr hin mal ein Vertikutierer oder ein anderes kabelgebundenes Gerät ganz einfach mal mit Strom versorgen möchte. Sie wissen, so ein Gartengerät hat vielleicht dann 1,50 Meter Kabel, da kommen Sie nicht weit mit. Das hier ein wind- und wetterfestes Außenkabel, was man auch mal durch den Garten legen kann. Hier beispielsweise direkt vom Generator oder von der nächsten Steckdose aus, mal unabhängig eben von dem Fall eines Stromausfalls. Macht natürlich Sinn, hier am besten gleich mit dazu zu bestellen. Im besten Fall, wie Ingo gerade sagte, natürlich auch gleich zwei Stück, weil Sie zwei Stromanschlüsse haben. 25,64 € hier unser Preis aus der Premium-Serie von Pearl.de. Das heißt, am besten bestellt oder am häufigsten bestellt und am besten bewertet mit der NX7395 und der 569. Und damit können wir jetzt hier ganz unten im unteren Teil den vorletzten Punkt ebenfalls abhaken. Und das ist das Thema Stromreserve mittels eines Generators. Jetzt werden wir uns mal mit dem Thema Lebensmittel beschäftigen. Aber keine Angst, wir zeigen jetzt keine Dose Ravioli oder ein paar Spaghetti aus der Tüte oder sowas alles. Wir zeigen Ihnen, wie Sie so etwas hervorragend zubereiten können. Auch dann, wenn kein Strom da ist. Und dafür haben wir diese tolle elektrische Kochplatte hier. Die ist ja knuffig. Ja, die ist richtig knuffig. Das ist eine elektrische Kochplatte, die Sie natürlich im Falle eines Stromausfalls hier mit unseren entweder Stromspeichern oder Stromerzeugern benutzen können. Und stellen Sie sich das mal vor. Niemand hat Strom. Jeder muss kaltes Essen essen. Sie können sich hier Ihr Essen drauf warm machen. Die funktioniert tatsächlich mit allen möglichen Töpfen. Und damit kann man dann mal warme Speisen zubereiten. Ich meine, machen wir uns nichts vor, so ein großer Herd mit allem drum und dran, dafür reicht gar nichts. Das ist richtig Starkstrom, was die brauchen. Ja. Aber so eine Kochplatte oder vielleicht zwei davon, die braucht ganz, ganz wenig Strom nur, macht Ihnen warmes Essen. Und das hier für unter 20 Euro am besten mitbestellen. Wenn kein Stromausfall ist, glauben Sie mir, Sie werden die benutzen. Man hat öfters mal Gesellschaften, wo diese vier Platten eben nicht reichen, die man normal auf dem Herd hat, die einfach hier als Zusatz, Herdplatte dazuschalten und schon haben Sie die Möglichkeit, hier auch für mehrere Leute was zuzubereiten. Oder als Warmhalteplatte einfach mit auf den Tisch stellen. Die ist schick, die ist leicht sauber zu machen. Würde ich am besten gleich mitbestellen. Das ist Zubehör, was man wirklich gut brauchen kann. Ja, macht Sinn. Auch da gerne mal zu einer zweiten Platte greifen oder was. Wenn ich jetzt hier an die Energiespeicher denke, ja, können wir jetzt auch mal eben anschließen jetzt hier. Oder eben an die Generatoren. Auch den kann ich direkt andocken. 1000 Watt, das kann der locker hier. Das können die anderen Generatoren auch. Auch die beiden großen Powerpacks sind natürlich in der Lage, so eine Kochplatte hier und sogar bis zu zwei Stück mit Strom zu versorgen. Also wenn Sie mal eben was Warmes zubereiten wollen. Und das werden Sie, das Bedürfnis werden Sie verspüren, wenn Sie mal über 4-5 Tage keinen Strom aus der Steckdose haben. Im Falle eines Blackouts sollte es dazu kommen. Ja, dann haben Sie jetzt hier ganz einfach mal eine tolle Möglichkeit, mal eben was Warmes zuzubereiten. Und ich glaube, auch da sollte man ganz einfach mal ernsthaft drüber nachdenken. Wir haben hier einen Preishit von unseren Kollegen von Pearl.de. Der liegt da bei knapp 20 Euro. Bei uns liegt er bei 18,99 € mit der Bestellnummer NX7729 und der 569. Die ist auch kleines Gerät, schön leicht unterzubringen, überall einfach mit in den Küchenschrank stellen. Aber im Camping, dann sind auf dem Tisch. Sie bereit, wenn es mal Stromausfall gibt oder Sie eine extra Platte brauchen, ganz einfach hier diese schicke, die ist ja wirklich schick, einfach mal mit rauszuholen. Ja. Von Rosenstein und Söhne, die machen hervorragende Küchensachen für uns hier. Diese hier braucht eben sehr, sehr wenig Strom, ist aber sehr leistungsstark genug, Ihnen im Nu warme Speisen zu bereiten. Macht natürlich Sinn, da mal ernsthaft drüber nachzudenken und ist sicherlich mal ein Zubehör, was man haben möchte. Aber eben auch mal so, ich sag mal, viele haben vielleicht, oder gerade die Studenten, die jetzt ins Wintersemester gegangen sind, haben vielleicht also auch mal so eine kleine Pantry-Küche mit so einem Zwei-Flammen-Kocher, da kommst du natürlich nicht weit. Ja. Ja, oder jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage, wenn sie da vielleicht eine größere Gesellschaft zu Hause erwarten.
und Sie kommen mit Ihren vier Platten plus Backofen vielleicht nicht ganz hin. Da möchte man vielleicht noch mal ein paar andere Sachen parallel dazu machen. Kann man hiermit super herrichten, also auch ganz normal in normalen Alltagssituationen. Eine durchaus sinnvolle Anschaffung und Sie wären nicht der Erste, der hier also nicht nur einmal, sondern auch gerne ein zweites Mal zugreift. Ich bitte Sie, 19 Euro ist meines Erachtens ein wirklich erschwinglicher Preis für eine elektrische Einzelkochplatte, die man ganz einfach auch stufenlos regulieren kann. Und mit 1000 Watt Verbrauch sind wir hier also auch, was den Stromverbrauch angeht, eher im unteren Bereich angesiedelt. Bestellnummer ist die NX 9729 und die 569. Und damit werfen wir jetzt noch mal einen Blick auf die Liste. Da unten sind wir, zack, vorletzter Punkt, Kochplatte können wir abhaken. Aber einen Punkt haben wir in dieser Sendung noch gar nicht angesprochen und das ist das Thema Licht. Ja. Wir sind jetzt in der dunklen Jahreszeit, ich bin seit Januar, Februar, sagen die Experten immer, könnte so ein Termin sein, wo es vielleicht dann doch etwas eng wird mit der Stromzufuhr, wo ein eventueller Stromausfall auch mal flächendeckend durchaus wahrscheinlich ist. Und insofern möchten Sie vielleicht auch da ganz einfach mal eine zuverlässige Lichtquelle haben. Klassischer Baustrahler, natürlich auch mal zum Renovieren super, aber wenn du einen Stromausfall zu Hause hast und brauchst mal ein vernünftiges Licht, willst du sowas haben. Schauen Sie mal, wie flach der ist. Ich gehe mal rüber zu unseren Powerpacks, damit wir den mal anschließen können. Ja. Da haben wir nämlich 230 Volt. Wir folgen dir. Der funktioniert mit 230 Volt, ist natürlich kinderleicht zu bedienen und unglaublich hell. Moni, ich gebe den dir mal in die Hand. Wir machen jetzt mal hier den Strom. Der sieht so flach aus, den kann ich auseinanderklappen, oder? Ja, vor allem kannst du ihn leicht unterbringen. Und wenn wir den jetzt hier reinstecken, Achtung, jetzt kommt nämlich hier der große Strom, Achtung, schwupp, wow. Unglaublich ist aber hell. Boah. 1600 Lumen, 20 Watt Stromverbrauch, also fast nichts, das ist LED-Technik, der lässt sich einstellen in 20 Watt Stromverbrauch? Das ist nichts, ne? Das ist ja unfassbar wenig. Natürlich wetterfest hier. Von minus 20 bis plus 50 Grad ist komplett aus Aluminium. Das heißt, der wiegt auch nichts. Du hast mich gerade geblendet damit. Was soll denn das? Das ist echte Scheinwerferqualität hier, ne? Muss man ja mal sagen. Aber der ist halt klein und einfach unterzubringen, kann man immer brauchen hier. Und auch zu dem Preis würde ich den am besten gleich mitbestellen. Vielleicht mehrere davon, weil Licht ist essentiell, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit. Es wird bald um 4 Uhr nachmittags dunkel. Im Moment wird es um 4:30 nachmittags dunkel und bis morgens um 9 wird es auch nicht mehr richtig hell. Da ist es halt wichtig, dass man sich sicher bewegen kann, dass man alles zu Hause findet. Und das ist so das Gefühl von Sicherheit, was man auch hat mit diesem Licht. Das ist tausendmal besser als Kerzen oder sowas. Hier diesen Baustrahler mit 1600 Lumen, das ist richtig viel Licht, was hier rauskommt. Am besten gleich mitbestellen. Der sieht so leicht aus. Sieht aus, als wenn du den mit zwei Fingern halten könntest, oder? Ja, der ist komplett aus Aluminium. Guck mal, mit einem Finger kann Muni den halten. Zack, komplett klappbar und so weiter. Die Gummifüße drunter, dass nichts passieren kann. Ja. Super. Darf ich dich mal bitten, mal die Hand drauf zu halten? Würde ich nicht tun, wenn ich nicht wüsste, dass er keine Hitze entwickelt. Ich glaube, jeder kennt so die klassischen Baustrahler von früher. Oh, ohne ja. LED-Technik. Also die hast du ein, zwei Minuten angemacht, da konntest du ein Spiegelei drauf braten, so heiß sind die geworden. Ja. Mittlerweile reden wir jetzt hier von moderner LED-Technik, hat zwei Vorteile. Zum einen natürlich ein nicht nennenswerter Stromverbrauch. 20 Watt ist ja wirklich ein Witz. Ja. Ja, für diese Leuchtleistung 1600 Lumen, sagst du? 1600 Lumen, ja. Und die Dinger werden eben nicht so heiß. Weißt du, die Baustellenstrahler von früher, noch so vor 10, 12 Jahren oder was, die musstest du erst mal 3 Stunden stehen lassen, bis du die überhaupt einpacken konntest, weil die so unfassbar heiß geworden sind. Die und Männer viel wissen, Strom verbraucht haben. Und viel Strom gefressen haben. Boah, aber also Ende. Natürlich hier in Verbindung mit diesem Powerpack können Sie das natürlich überall benutzen, wenn Sie mal abends irgendwo Hausarbeiten machen müssen, irgendwas anbohren, da muss ja auch der Strom ausgestellt werden. Hiermit haben Sie eine richtig gute Lichtquelle. Aber wir sind in unserer Notfallsendung, da ist es essentiell, dass Sie Licht haben. Licht ist das Erste, was fehlt und das gibt Ihnen Sicherheit, wenn erstmal das Licht wieder läuft. Nochmal, denken Sie bitte nicht nur an sich, denken Sie an Ihre Partner, denken Sie an Kinder, denken Sie an Senioren, denken Sie vielleicht an Ihre Kinder, wenn die nicht zu Hause wohnen, dass die vielleicht auch sowas haben. Diese Checkliste macht Sinn. Wir haben die zusammengefügt aus allen möglichen Checklisten von der Bundesregierung, von diversen Ratgebern. Wir haben bei uns im Katalog geguckt, was passt in eine Checkliste. Der Strahler ist mit Sicherheit dabei. Den sollten Sie mitbestellen. Das ist mal so die große Variante einer Taschenlampe. Natürlich macht es auch Sinn, mal eine Taschenlampe zu haben, wenn man eine Treppe rauf oder eine Treppe runter geht. Aber selbstverständlich ist so ein vernünftiger Baustrahler mit einer ordentlichen Leuchtleistung mal genau das Richtige. Das kann man mal eben in der Ecke stellen, damit kann man mal einen kompletten Raum ausleuchten und so weiter. Und ja, was will man anders machen? Man kann ja nicht großartig irgendwo hinfahren, nicht irgendwo anders hingehen. Man sitzt eben zu Hause
und man versorgt seine Heizung hier mit den entsprechenden elektrischen Geräten oder mit den Powerpacks oder hier mit ihren Generatoren mit Strom. Und da oben im Wohnzimmer haben sie Licht. Und damit können wir den letzten Punkt auf unserer Liste ebenfalls abhaken. Ja, und jetzt haben wir Ihnen eine ganze Menge gezeigt, von den Powerbanks angefangen über die Stromversorgung Ihrer mobilen Geräte, Handy, Tablet und so weiter, bis hin zu den elektrischen Energielieferanten, die Generatoren hier mit verschiedenen Dingern. Und ich glaube, damit sind Sie für den Fall der Fälle bestens ausgerüstet. Greifen Sie zu und haben Sie viel Spaß damit.